Schon vor 30 Jahren wurden mit einreihigen und später mit gezogenen dreireihigen Maschinen im Lohnunternehmen Reif Rüben gerodet. Neue, bessere Rodetechnik und vor allem das steigende Interesse von Milchviehbetrieben und Biogasanlagen an der energiereichen Rübe sorgen derzeit wieder für eine Steigerung der Anbauflächen. Am Tag des offenen Hofes im Frühjahr diesen Jahres informierten sich tausende Besucher über das Dienstleistungsangebot von Reif. Der Rübenanbau war ein viel diskutiertes Thema, denn Reif möchte in Zukunft mit seiner leistungsfähigen und modernen Technik noch mehr Landwirte von den Vorteilen der Rübe überzeugen. Vor einem Jahr haben wir das Lohnunternehmen Reif zum letzten Mal mit der Kamera für unsere Kurzfilmreihe besucht. Damals in der Rübenernte experimentierte und testete man zusammen mit Kunden verschiedene Maschinen zur Ernte und Reinigung der Futterrüben. In diesem Herbst haben wir den neuen Roder von Ropa einen Tag lang beim Einsatz begleitet. Für den 530 PS starken Selbstfahrer entschied sich Reif unter anderem aufgrund des hydraulischen Hangausgleichs, der auch das Arbeiten auf den häufig kupierten Flächen in Teilen Luxemburgs, Belgien und der Eifel erlaubt. Mit dem sechsreihigen Aggregat kann auf 45 oder 50 cm Reihenabstand gerodet werden. Der Bunker fasst 28 Kubikmeter. Die meisten Kunden entscheiden sich nach dem Roden für die Rübenwäsche. Dadurch lassen sich die Rüben frei von Erde und anderen Anheftungen geschnitzelt vom Walzradlader direkt ins Maissilo einsilieren. Die gesamte Reinigungsanlage von Doppstadt besteht aus zwei Einheiten. Die Sternsiebmaschine wird vom Traktor gezogen und die Waschanlage selbst von einem Hakenlift-LKW. Um den Reinigungsprozess zu verbessern, sollten die Rüben 4 bis 5 Tage vor dem Waschen lagern. Zunächst durchlaufen die Rüben eine Trockenreinigung. Hier wird bereits die meiste Erde entfernt. Danach geht es für das Erntegut gleichmäßig weiter zum sogenannten Waschbär. Hier werden Steine und andere grobe Bestandteile entfernt. Vorne in der Wäsche wird durch einen Schiffspropeller eine Wasserströmung erzeugt. Hierdurch sinken die Rüben nicht zu Boden, sondern bewegen sich weiter in Richtung der drehenden Trommel. 12.000 Liter Wasser werden für diesen Prozess benötigt. Dieses wird im Kreislauf gepumpt. Im Frischwassercontainer setzt sich die Erde ab, bevor das Wasser erneut in den Waschbär geleitet wird. 150 Tonnen schafft die Anlage pro Stunde. Viele Milchviehhalter setzen in ihren Futtermischungen Rübenpressschnitzel als ein Nebenprodukt aus Zuckerrübenfabriken ein. Die Futterrübe hat demgegenüber einen deutlich höheren Stärke- und Zuckergehalt. Schließlich steht hierbei die gesamte Energie zur Verfügung und nicht nur das ausgepresste Material. Beim direkten Einsilieren ins Maissilo kann außerdem auf einen separaten Lagerplatz verzichtet werden und das Futtermittel ist konserviert. Milchviehhalter, die keine Futterrüben anbauen, diese aber gerne als Futtermittel einsetzen möchten, beliefert das Lohnunternehmen Reif auch direkt. Das Dienstleistungsangebot von Reif umfasst außerdem die Aussaat mit moderner Fahrgassentechnik und den Pflanzenschutz der Rüben. Besuchen Sie für weitere Informationen die Internetseite des Lohnbetriebs oder deren Facebook-Fanseite.
Thank you.